Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Wir starten heute mit dem Innenminister Gerhard Karner, der ist jetzt bei mir zu Gast. Schönen guten Abend, Herr Minister. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Minister, ich würde ganz aktuell starten mit dem großen Thema des vergangenen Wochenendes, dem Hochwasser in Südösterreich, das sehr verheerende Schäden angerichtet hat. Sie waren ja auch mit den Einsatzkräften und auch den Landeshauptleuten in Kontakt. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein? Zum Glück ist ja der Regen vorbei. Dennoch gibt es noch immer gewisse Gefahrengebiete. Was ist da Ihr aktueller Informationsstand? Ja, es waren dramatische Bilder, die uns da in die Haushalte geliefert wurden aus dem Süden des Landes, aus Kärnten, Südsteiermark, auch zum Teil aus dem Südburgenland, wo Regenfälle zu dem geführt haben, wo Menschen ihr Hab und Gut verloren haben. Und da möchte ich an dieser Stelle nochmal explizit auch im Namen der Bundesregierung mich bedanken bei allen Einsatzkräften, den vielen Freiwilligen, den Feuerwehrleuten, den Sanitätern, den Nachbarn, die in vielen Fällen geholfen haben. Und ich glaube, das ist gerade in so einer emotionalen Situation wichtig, dass man hier auch zusammensteht. Und nachdem die ärgsten Schäden beseitigt sind, der Mist, der Dreck weggeräumt wurde, das Wasser draußen ist, geht es jetzt darum, dass auch schnelle finanzielle Hilfe auch ankommt. Und hier ist es wichtig, dass hier alle eng abgestimmt sind. Die Gemeinden, die Schadenskommissionen mit den Experten des Landes durchführen und auch der Bund steht hier mit dem Katastrophenschutz auch entsprechend zur Verfügung. Apropos, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser hat unter anderem auch hier im Interview mehr Geld für die Katastrophenhilfe gefordert. Wird es das geben? Ich habe ja auch mit dem Landeshauptmann telefoniert und wir sind uns einig, dass wir hier, wenn es darum geht, der Bevölkerung schnell zu helfen, an einem Strang ziehen müssen. Und das tun wir auch sehr klar. Und dieser Katastrophenfonds, den es hier auf Bundesebene gibt, der eben die Betroffenen unterstützt, private Gemeinden, Länder, auch Organisationen, ist sehr hoch dotiert. Das heißt, hier ist viel Geld da, aber, und das ist auch klar gesagt, und das hat ja auch der Bundeskanzler gesagt, sollte es notwendig sein, mehr Geld hineinzugeben und auch mehr auszuschütten in Wahrheit, dann ist das auch notwendig und dann tun wir das auch. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, und das sagt ja auch der Landeshauptmann, das sagen auch alle Experten, ist es ja in Wahrheit noch nicht abschätzbar, wie hoch letztendlich der finanzielle Schaden am Ende des Tages ist. Und es ist notwendig, dass die Kommissionen hier das begutachten. Und das soll jetzt getan werden. Und wir sehen ja, dass diese Katastrophe ja über längere Zeit auch gewirkt hat. Zunächst war das Wasser da, jetzt das Thema in den Tagen darauf mit den Hangrutschungen, wo es ja nach wie vor einzelne Bereiche gibt, wo hier Bedrohungsszenarien sind. Also Schritt für Schritt den Menschen helfen. Jetzt in der ersten Phase helfen beim Beseitigen der Schäden, aber dann natürlich auch die rasche finanzielle Hilfe. Kommen wir zu einem weiteren Thema, zur Migration. Rund um uns herum schießen derzeit die Asylzahlen in die Höhe. Italien meldet Rekordzahlen von Ankömmlingen über das Mittelmeer. In Deutschland gibt es einen sehr starken Anstieg, in Österreich vorerst nicht. Deutsche Medien schreiben sogar vom Asylwunder Österreich. Was passiert denn hier bei uns oder warum ist die Situation hier anscheinend sehr anders als in unseren Nachbarstaaten? Ich habe ja vor wenigen Tagen gemeinsam mit Experten aus unserem Haus, konkret mit der stellvertretenden Direktorin des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, Bilanz gezogen über das erste Halbjahr. Und da habe ich klar gesagt, ja, wir haben einen deutlichen Rückgang bei den Asylanträgen im Gegensatz zu anderen Ländern, Sie haben es gesagt, im ersten Halbjahr um 30% und allein im Juni dieses Jahres um 50% ein Rückgang. Das ist ein deutlicher Rückgang, das ist gut, dass es so ist, aber auch das möchte ich sehr klar sagen, das ist kein Grund zum Jubeln. Im Gegenteil, das ist ein Auftrag, klar weiter auf die Asylbremse zu steigen. Und wir sind eben, weil die Situation im letzten Jahr besonders intensiv war und wir über der Grenze der Belastbarkeit waren, und Sie haben ja auch hier aus diesem Studio immer wieder darüber berichtet, konsequent auf diese Asylbremse gestiegen und haben Maßnahmen in die Wege geleitet, die dazu geführt haben, dass wir jetzt einen Rückgang haben. Aber da werden wir sehr konsequent weiter draufbleiben. Und wir müssen auch und werden auch auf europäischer Ebene weiter darauf drängen, dass das insgesamt das System besser wird. Dennoch die FPÖ kritisiert, dass sich die Anzahl der Asylanträge heuer im Vergleich zum 10-Jahres-Mittelwert verdoppelt hätte.
Also, ist das nicht trotzdem dann der Herr Kickl kritisiert, wenn die Asylzahlen steigen, der Herr Kickl kritisiert, wenn die Asylzahlen sinken, der Herr Kickl befasst sich nicht mit der wirklichen Situation, der ist in seinem stillen Kämmerlein, in seiner misselsüchtigen Art und kritisiert alles, was sich nur bewegt. Das ist sein Stil, das interessiert mich nicht. Ich habe für die Menschen in diesem Land zu arbeiten und das unterscheidet mich von Herrn Kickl. Aber fest steht, es sind noch immer 22.990 Antragsteller gewesen. Was ist denn Ihr Ziel? Wo wollen Sie die Zahl hinbringen? Also fest steht auch, dass wir im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr Asylantragsteller hatten, die das Land, die Österreich verlassen haben. Das waren rund 28.000 Menschen, die wieder das Land verlassen haben. Auf der anderen Seite hatten wir, Sie haben es gesagt, knapp 23.000 Asylanträge. Das heißt, mehr Asylantragsteller haben das Land verlassen, als dazugekommen sind. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und in der Richtung werden wir auch weiterarbeiten. Warum haben Sie das getan? Weil wir die Kontrollen verstärkt haben, weil wir die Verfahren deutlich beschleunigt haben. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit waren in den meisten Fällen die Verfahren negativ beschieden. Und wenn das Verfahren negativ ist, dann gibt es auch keine finanzielle Unterstützung oder keine Unterkunft. Dann reisen diese Menschen auch weiter. Und allein 18.000 Menschen haben sich im ersten Halbjahr freiwillig dem Verfahren entzogen, weil sie gesehen haben, sie haben keine Chance auf Asyl in Österreich. Und auf diesen Weg werden wir fortsetzen. Und dass das dem Herrn Kickl und der FPÖ nicht passt, das verstehe ich, weil ich den Eindruck habe, die FPÖ und vor allem der Herr Kickl freuen sich über hohe Asylantragszahlen, weil wenn hohe Asylantragszahlen sind, dann glauben sie, dass sie hohe Umfragewerte haben. Und ich habe mich eben mit der Realität auseinanderzusetzen und die heißt, konsequent gegen diesen Asylmissbrauch zu arbeiten. Sie haben eh schon gesagt, die Verfahren werden beschleunigt. Dennoch gibt es findige Anwälte und NGOs, die immer wieder, ist der Vorwurf, Verfahren in die Länge ziehen. Was kann man denn tun, um diese Verfahren eben schneller abzuwickeln? Wir leben Gott sei Dank in einem Rechtsstaat, wo das in wenigen Fällen so genutzt wird, wie Sie das gesagt haben. Aber der Großteil der Fälle wird rasch und zügig abgearbeitet. Allein von diesen, ich habe es gesagt, 23.000 Asylanträgen haben sich selbst 18.000 im Verfahren entzogen und weitere knapp 5.000 sind im sogenannten Eil- und Schnellverfahren durchgeführt worden. Und die wenigsten davon gehen auch in die Berufung, weil sie sehen, sie haben keine Chance auf Asyl. Sie haben die Abschiebungen angesprochen. Nach Afghanistan und Syrien wird derzeit noch nicht abgeschoben. Warum eigentlich? Weil wir dem europäischen Asylrecht auch unterliegen, weil die Situation eine unsichere ist nach wie vor in diesen Ländern. Aber wir haben auf europäischer Ebene die Diskussion begonnen, auch auf meinen Anstoß hin, dass wir darüber diskutieren sollten, wie können wir auch Menschen wieder nach Syrien, nach rund um Damaskus, Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien, zurückbringen, weil es dort sichere Regionen gibt. Aber auch Afghanistan gibt es die Debatte mittlerweile, weil warum soll ich nicht einen Taliban wieder nach Afghanistan zurückbringen, einen Talib, der möglicherweise sicherer ist in Afghanistan, als er das in Europa ist. Das ist eine Diskussion, die auf europäischer Ebene zu führen ist. Ich bin hier dem europäischen Recht verantwortlich, das ist so. Ich würde mir auch mehr Tempo in dieser Frage wünschen. Gehen Sie davon aus, dass heuer noch nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden kann? Also abgeschoben. Wir bringen ja, es gibt ja Abschiebungen, die zwangsweise passieren, ja, und die freiwillig passieren. Ja. Nach Syrien gibt es ja bereits Menschen, die freiwillig auch zurückkehren. Und das sind so die ersten Schritte, dass das passiert, auch in der Richtung mittelfristig. Aber ich bin da keiner, der jetzt eine Prognose abgibt und etwas verspricht, das dann möglicherweise nicht hält. Hier bedarf es den engen europäischen Konnex. Aber Ihr Ziel ist es schon, dass man dorthin auch wieder abschieben kann, in diese beiden Länder, in die sicheren Gebiete. Das muss mittelfristig das Ziel sein, denn man kann ja nur hoffen, dass irgendwann auch in diesen Ländern wieder eine Situation ist, dass Menschen nicht mehr fliehen müssen, sondern dass Menschen, die dort zu Hause sind, auch in ihre Heimatländer zurückkehren können. Mhm. Großbritannien hat jetzt ein sehr strenges Asylrecht beschlossen. Unter anderem wird dort Flüchtlingen, die per Boot kommen, das Recht auf Asyl verweigert. Jetzt hat Österreich an sich auch die Situation, wir sind zwar nicht vom Meer umgeben, aber wir sind von lauter EU-Ländern umgeben, insbesondere was die Flüchtlingsrouten betrifft. Könnten Sie sich so eine ähnliche Gesetzgebung vorstellen wie in Großbritannien? Na, nicht nur vorstellen. Ich dränge ja seit Mitte letzten Jahres darauf, dass wir auf europäischer Ebene das Asylrecht
strenger, konsequenter und auch in Teilbereichen schärfer machen müssen, weil es dadurch gerechter wird. Warum gerechter? Da geht es darum, dass wir jenen Menschen helfen, die auch tatsächlich unsere Hilfe brauchen. Und das tun wir. Wir haben das im Zusammenhang mit der Ukraine sehr intensiv getan und tun das nach wie vor. Fast 50.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, sind aus der Ukraine derzeit in Österreich auch untergebracht und werden versorgt von der öffentlichen Hand. Damit wir das tun können, müssen wir aber klar jenen einen Riegel vorschieben, die das System missbrauchen. Und da sind die Regelungen noch nicht so, dass wir das optimal tun können. Daher kämpfe ich ja seit Mitte letzten Jahres vehement um neue europäische Asylregelungen, weil das letztendlich nur im gesamteuropäischen Kontext auch zu lösen ist. Aber ist das britische System für Sie ein Vorbild? Es geht darum, und da kann natürlich das britische System oder auch das dänische Modell, Großbritannien und Dänemark sind nicht an das europäische Asylrecht gebunden. Da können natürlich solche Vorschläge, solche Regelungen natürlich eine Richtung sein, in der wir auch arbeiten sollten. Die Briten bringen Flüchtlinge jetzt unter anderem auch auf Booten unter. Können Sie sich das vorstellen? Ja, wir haben ja kein Meer. Es gibt ja Flüsse. Da ist Großbritannien eine etwas andere Situation als das, als das Österreich ist. Faktum ist, das Ziel sollte sein, insgesamt Europa weniger attraktiv zu machen für sogenannte Menschen, für sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die sich einfach ihr Leben durch eine Flucht nach Europa verbessern wollen. Und die fahren ja nicht oder wollen ja nicht nach Europa, um Asyl anzusuchen, sondern weil sie sich wirtschaftlich verbessern wollen. Das hat aber mit dem klassischen Genfer Flüchtlingsgrund, nämlich dem Asylgrund, einfach nichts zu tun. Und diese Anreize müssen wir reduzieren, damit wir insgesamt weniger Menschen haben, die nach Europa und nach Österreich kommen. Apropos Anreize, es gibt immer wieder Kritik, dass die Geldleistungen für Asylwerber in Österreich zu hoch sind, Stichwort auch Klimabonus. Warum setzt man hier eigentlich nicht verstärkt auf Sachleistungen? Also das tut man ja. Hier behaupten ja auch Menschen, die sich offensichtlich wenig mit der Realität auseinandergesetzt haben, das Gegenteil, weil sie eben Essen bekommen, etwas zum Schlafen bekommen und auch versorgt werden. Und wenn derjenige dann aber letztendlich von der Asylberechtigung in das reguläre System übergeführt wird, dann bekommt er mit einem Schlag über 1.100 Euro Sozialhilfe. Und in diesem Bereich, das ist ja auch der Vorschlag, den wir auch schon gemacht haben, da müssen wir darüber diskutieren, wie können wir das kürzen, damit dieser Anreiz nicht zu hoch ist. Den Klimabonus gibt es aber dennoch. Wie gesagt, es geht insgesamt, das System zu verbessern, zu erneuern. Wie gesagt, es sind ja wenige einzelne Fälle. Insgesamt muss das Ziel sein, dass die Zahl der Asylwerber und Asylberechtigten weniger wird. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Asylwerber in Österreich auch arbeiten dürfen? Ich halte das für das völlig falsche Signal. Asylberechtigte dürfen nicht nur arbeiten, sollen arbeiten. Asylwerber, da ist das Ziel, dass die Verfahren möglichst rasch durchgeführt werden. Alles andere würde einen zusätzlichen Anziehungsfaktor bedeuten, weil sich dann viele unter dem Deckmantel Asyl auf den Weg nach Europa machen würden, um hier auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Wir müssen klar regulieren über die Rot-Weiß-Rot-Karte, das ist die geregelte Zuwanderung, wie und in welcher Form Menschen nach Europa kommen, wo Österreich entscheidet darüber, wer kommt und nicht die Schlepper entscheidet, wer kommt. Apropos Sozialleistungen, Sie haben auch gestern eine Pressekonferenz gegeben zum Sozialleistungsbetrug. Da ist schon sehr auffällig, dass 72% der Verdächtigen Ausländer sind. Woran liegt das? Also es sind 72% nicht österreichische Staatsbürger, ja. Da haben Sie völlig recht, aus der Europäischen Union und aller Herren Länder. Insgesamt sind die Behörden hier mit 80 Staaten weltweit in Kontakt. Wie gesagt, die eine Gruppe sind ein kleiner Teil, 28% Österreicher und der Rest, 72%, sind aus unterschiedlichsten Ländern wie Afghanistan, Syrien, Bosnien, unterschiedlichste Länder, die hier dieses System auch missbrauchen. Und weil das eben passiert, haben wir im letzten Jahr und auch im ersten Halbjahr dieses Jahres die Kontrolldichte massiv verschärft. Wir haben allein im ersten Halbjahr 2.200 Fälle aufgedeckt. Das sind so viele wie im ganzen letzten Jahr insgesamt. Und das ist auch wichtig, damit wir hier klar einen Riegel vorschieben, damit wir wiederum, wir sind ein funktionierender Sozialstaat, einer der besten der Welt, weil es notwendig ist, Menschen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen. Aber damit wir auch das tun können, ist es notwendig, diesen
Missbrauch zu verhindern. Und das ist egal, ob das Österreicher ist oder ausländischer Staatsbürger, die das eben nutzen, weil sie in ihre Heimat zurückkehren und trotzdem Geld beziehen. Dem wird konsequent eine Regel vorgeschoben. Sie haben den Herbert Kickl vorher als misselsüchtig bezeichnet. Habe ich das? Okay, das ja, in einem kann Zufall sein. Es gibt ja generell eine Debatte, gerade zwischen ÖVP und FPÖ, die recht hitzig geführt wird, unter anderem darüber, was normal ist. Jetzt hat Ihre Ministerkollegin Caroline Edtstadler gesagt, Herbert Kickl ist radikal und nicht normal. Unterstreichen Sie das? Also was ich feststelle als Innenminister, der für die Sicherheit verantwortlich ist, dann sehe ich, dass Herbert Kickl, und diese Debatte haben wir auch, ein Sicherheitsrisiko ist, nämlich mit seinen Tun und mit seinen Ansichten. Wenn ich daran denke, dass er mit Methoden des Mittelalters die Sicherheit gewährleisten will, dann ist dem ein Sicherheitsrisiko. Warum Methoden des Mittelalters? Weil er will Burgen, Festungen, Pferde. Das sind Methoden, die man früher verwendet hat. Heute braucht man Schutzschilder, moderne Fahndungsmethoden. Das sind die Dinge, mit denen man heute die Sicherheit gewährleisten kann. Oder das zweite Beispiel, der Staatsschutz, kurz BVD, den es früher gab. Unter der Zeit des Innenminister Kickl wurde der bewusst von Herbert Kickl auch zerstört und zertrümmert, wie wir jetzt im Nachhinein durch mehrere Gerichtsverfahren auch wissen. Und genau solche Aktionen machen das, warum auch Caroline Edtstadler, die Verfassungsministerin, sagt, ja, der ist radikal. Ich sage, er ist ein Sicherheitsrisiko. Mhm. Schließen Sie eigentlich eine Koalition mit Herbert Kickl zu 100% aus oder gibt es gewisse Bedingungen, wo Sie sagen, da könnten Sie sich das vorstellen? Also wenn ich mir die aktuelle Debatte auch ansehe innerhalb der FPÖ und wie alleine der FPÖ-Obmann in vielen Bereichen jetzt ist in vielen Debatten, bin ich mir ziemlich sicher, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass Herbert Kickl bei der nächsten Wahl oder rund um die nächste Wahl keine Rolle mehr spielen wird. Mhm. Dennoch gibt es natürlich die Möglichkeit, dass er nach der nächsten Wahl noch eine Rolle spielt. Jetzt haben Sie in Niederösterreich, nicht Sie, die ÖVP auch vor der Wahl gesagt, dass man eigentlich mit Udo Landbauer und der FPÖ sich keine Koalition vorstellen kann. Dann hat man koaliert. Jetzt gibt es viele Beteuerungen von Seiten der Bundes-ÖVP, keine Koalition mit Herbert Kickl. Warum soll man der ÖVP diesmal glauben? Also, Sie wissen, ich war auf den unterschiedlichsten Ebenen politisch tätig, lange auf Gemeindeebene, lange auf Landesebene und jetzt eben auf Bundesebene seit eineinhalb Jahren. Und ich halte sehr, sehr viel davon, dass man diese Ebenen auch klar unterscheidet und trennt und dass jede Ebene für sich entscheiden muss, wie sie letztendlich bestmöglich die Arbeit für jenen Bereich, wo sie zuständig ist, eben für die Gemeinde oder für das Land oder für die Republik, auch klar die Entscheidungen dort trifft, wo sie getroffen werden sollen. Aber abgesehen jetzt von Herbert Kickl, wenn man sich so die Themen der letzten 14 Tage anschaut, Bargeld in die Verfassung, die Normalitätsdebatte, die Politikergehälter, die Migrationspolitik, sind sich ÖVP und FPÖ ja jetzt nicht so uneinig. Wäre nicht eine Koalition mit der FPÖ, wie gesagt, lassen wir mal die Person Herbert Kickl außen vor, deutlich einfacher als mit den Grünen? Also ich bin überhaupt nicht bereit, mehr als ein Jahr vor der Wahl über irgendwelche Was-wäre-wenn-Spekulationen mit Ihnen zu diskutieren. Wir haben heute das Thema begonnen, leider mit den tragischen Ereignissen in Kärnten und in der Steiermark, mit den Hochwasserereignissen, mit den Hangrutschungen. Das sind letztendlich die Themen, über die wir sprechen müssen. Und Gott sei Dank haben wir heute unser Gespräch mit diesem Thema begonnen und nicht mit anderen Dingen. Und diese Spekulationen, wer was mit wann, halte ich für völlig falsch. Zweitens habe ich den Eindruck, ich weiß, dass wir auf Bundesebene mit unserem Koalitionspartner bei allen unterschiedlichen Interessen, Vorstellungen sehr, sehr gut zusammenarbeiten, pragmatisch zusammenarbeiten und sehr, sehr vieles auch bereits erledigt haben aus dem Regierungsprogramm. Ja, wir haben noch einige Dinge umzusetzen, aber das tun wir und dafür haben wir noch mehr als ein Jahr Zeit und das ist der Auftrag, den wir letztendlich vom Steuerzahler und von der Bevölkerung haben. Dann sind wir nicht schon bei meiner abschließenden Frage. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Koalition bis zum Herbst 2024 arbeiten wird. Also es ist keine vorgezogene Wahl. So ist es. Selbstverständlich. Herr Minister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.